Aufgrund der Unterschiedlichkeit unserer Schülerinnen und Schüler ist natürlich auch die Pausengestaltung sehr unterschiedlich. Einige Schülerinnen und Schüler können natürlich sofort in die Pause rennen und können die Pause genießen. Andere müssen in der Pause einfach auch vielleicht gelagert werden, weil sie im Rollstuhl sitzen. Und das spielt natürlich auch noch in der Pause eine Rolle. Befreundet. Viele sind so wie ich. Bei Grundschule, da sind viele, die laufen. Das ist halt nicht so, weil ich da nicht mit denen mithalten kann. Aber hier sind viele, die mich verstehen. Warte, halt mal fest. Halt mal fest. So. So einfach. Easy. Felix, bremse fest. Oh, sorry. Hab ich schon. Befreundet. Viele sind so wie ich. Bei Grundschule, da sind viele, die laufen. Das ist halt nicht so, weil ich da nicht mit denen mithalten kann. Aber hier sind viele, die mich verstehen. Warte, halt mal fest. Halt mal fest. So. So einfach. Easy. Felix, bremse fest. Oh, sorry. Hab ich schon. Und jetzt. Hey, Jungs. Hm? Was hast du denn gefragt? Okay, du hast das von Lena, das Gerät. Zeig mir noch mal, wie man es anmacht. Ah, okay. Gut. Lena, hörst du mich? Kann nicht so. Okay. So, ja. Heute eine ganz große Gruppe hier. Ist auch egal, ob ihr im Rolli sitzt oder als Fußgänger auch im Rolli sitzt oder zu Fuß. Geht alles. Kein Problem. Das Spiel heißt 42er. Was meint ihr, wie viele Zahlen ich hier habe? Könnt ihr ruhig reinrufen. 42. Logisch, ne? Ja, ja. Wie viele Gruppen wird es geben? Guckt mal. Vier, ne? Blau, gelb, rot, grün. Jede Mannschaft kriegt einen Würfel und muss würfeln, bis sie 42 haben. Es werden gleich alle Zahlen hier im Raum verteilt, von 1 bis 42. Wird hier auf dem Boden verteilt, mit der Zahl nach oben. Vielleicht kann das schon mal ihr beiden einfach machen. Hier im ganzen, in der ganzen Halle, aber nur in der Halle. Jede Mannschaft hat einen Würfel. Gelbe Mannschaft, gelben Würfel, logischerweise, würfelt. Dann läuft die Mannschaft los. Wenn ihr eine 6 würfelt, welche Zahl sucht ihr? 6. Ja, logisch, klar. Ne? Okay, wir haben ja eine inklusive Klasse hier. Das heißt, wir haben rollstuhlfahrende Schüler, wir haben Schüler im Elektrorollstuhl, manchmal haben wir auch Dreiräder hier und natürlich auch viele Fußgänger. Und irgendwie müssen ja alle ein Spiel finden, wo sie alle ihren Möglichkeiten entsprechend was machen können. Rote Mannschaft, 1, 2, 3. Hier im Sport kann man in der Halle immer irgendwelche Möglichkeiten durch das Angebot Möglichkeiten finden und anbieten, die die Schüler auch selber suchen. Es ist im Sportunterricht wirklich wesentlich einfacher, inklusiv zu arbeiten, finde ich jedenfalls. 2, 3. Fertig, los, es wird richtig gewürfelt. Seit der Einführung der Inklusion hat sich die Miralobe-Schule auf jeden Fall verändert, weil die ohnehin schon sehr heterogene Schülerschaft noch mal viel bunter, viel heterogener geworden ist. Und dadurch auch noch mal eine andere Lebendigkeit und vielleicht auch Leichtigkeit in das Schulgebäude gezogen ist. Ich hab sie! Ich hab sie! Die neuen Gruppen!